Ja, hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit der Montagssendung und gehen wir mal gleich in die Vollen, denn es war wieder viel los gewesen. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, waren die Quirlis am Freitag schon wieder auf dem Marktplatz unterwegs mit Gesteckverkauf. Sie haben schon die weihnachtliche Stimmung so richtig eingeläutet, schließlich war ja schon am Sonntag der erste Advent gewesen. Und wie man hier sehen kann, waren sie fleißig dabei und haben ihre Gestecke, die natürlich auch den Kindern zugutekommen, an den Mann und an die Frau gebracht. Ein paar Bilder und Videos haben wir ja für euch hier hinterlegt. Ja, so kann die Stimmung, die kann Weihnachten langsam losgehen. Ganz so weit ist es ja nicht mehr. Und gleich, weil wir bei den Quirlis waren, die sind natürlich auch aktiv immer im Tippidorf Borgwalde. Und dort geht's dann gleich weiter mit dem Weihnachtstreiben am 9.12., dem zweiten Advent. Und zwar dem vom Zugangbrücker Weg 12 aus. Dort wird gebastelt, Vorlesen, Musikschule, Fröhlichstar, Waffeln, Kekse, Kuchen, warme Apfelsaft, Glühwein, Grünkohl mit Knacker, Bratwurst vom Grill und vielleicht kommt sogar der Weihnachtsmann dort vorbei. Wie gesagt, am 15.12. von 15, Quatsch, am 9.12. natürlich, dem zweiten Advent im Tippidorf Zugangbrücker Weg 12. Denn am 15.12., wo wir gerade waren, da ist natürlich Weihnachtsmarkt im Waldbad Borgheide. Fängt natürlich um 15 Uhr mit der Begrüßung von Thorsten Rütz, dem Chef vom Waldbad Borgheide, und Worten vom Pfarrer Blödorn an. 15.05 Uhr gibt es den Bläserchor Treuen Brietzenborgheide. 15.30 Uhr die Weihnachtsaufführung der Hans-Grade-Grundschule. 16.30 Uhr kommen die Waldtrommler. 16.45 Uhr die Seniorentanzgruppe. 17.05 Uhr nochmal die Waldtrommler. 17.30 Uhr die Crazy Borkies Line Dance. Und um ca. 18.30 Uhr beginnt auch die berühmte Feuershow der Fireflies. Natürlich gibt es überall Glühwein und Bratwurst und so kleine Stände und dergleichen mehr. Und im Anschluss soll dann noch das gemeinsame Weihnachtslied singen stattfinden. Ja, so viel zum Waldbad. Ja, was war am Freitag noch gewesen? Make Borgheide Great Again war mal wieder los. Und wie man hier sehen kann, waren auch wir wieder vor Ort und haben für euch ein paar Schnipsel eingefangen. Bitteschön. Wie ist die Frage? Ja, nee, wie ist die, ich habe die Antwort schon parat. Stefan, wie ist die Antwort? Die Antwort ist, ja, sehr gut, machen wir öfter, kommt nie wieder vor, hat sich jemand beschwert? Nein. Danke. Stefan, ich habe noch ein Stichwort. Bretthaus. Alle haben diese Bretthauspullis an. Keiner weiß, worum es sich dabei handelt. Bretthaus, ja, keine Ahnung. Also es gibt ja auch Jugendliche oder beziehungsweise junge Erwachsene, die die Initiative ergreifen, was ich sehr begrüße. Ja. Und die haben diese Situation quasi hier initiiert und mitorganisiert. Und ich delegiere gern und gebe Sachen aus den Händen, schon ewig. Und insofern weiß ich gar nicht, was da auf uns zukommt heute in Sachen Bretthaus. Das finde ich cool, so nennt man das Delegieren. Das ist Faulheit, pure Faulheit. Nein, das ist professionelle Sozialarbeit, so heißt es. Ja, Bretter haben wir noch keine gesehen hier. Noch keine Bretter gesehen? Ist OSB. Wir schauen mal. Okay. Wie lange geht's heute? Na, bis 24 Uhr und dann ist Schluss, aber sowas von. Ein Glas Milch bitte. Oder habt ihr auch Fanta? Ja, genau. Aber es ist ganz schön dunkel hier drin, ne? Na, jetzt nicht mehr, weil Matze hat ein schönes neues Licht, ne? Ach, guck mal, das leuchtet, ne? Ist ja toll. Ja, wir freuen uns. Wir haben schon mal so ein kleines Mixgetränkehutchen so. Ja, hier gibt es auch Cola und Fanta, kann man mischen, nach Lust und Laune. Absolut alkoholfrei. Ja, ja, natürlich, klar. Ist ja ein Jungclub. Genau. Ja, du lachst. Und du hast hier richtig zwei Plattenspieler. Zwei Plattenspieler, alte Schule, ne? Vinyl hier. Ist auch eine meiner Lieblingsscheiben, die spiele ich immer. Und sehr ja schön, noch eine Frage. Ja. Die zweite Veranstaltung in diesem Jahr. Die zweite in diesem Jahr? Ist die erste in diesem Jahr? Hat man nicht schon? Sind wir schon in 2019? Für wann soll denn der Beitrag sein? Das ist die vierte. Wir machen vier Make Borgheide Great Again Veranstaltungen pro Jahr. So war der Deal mit uns selbst. Und das ziehen wir auch durch. Ja, ich kann mich entsinnen, ich war immer bei allen vier da, aber dies Jahr nicht. Doch. Tatsächlich? Ja, ich schicke dir die Videos, die du selber gemacht hast. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Viel gerne. Spaß. Warte mal. Schön, dass ihr da seid.
Ich will aber nicht ausmachen. Lieben Dank an das Borkheide TV-Format. Ihr seid gut. Borkheide News TV. Nee, ja, das kannst du jetzt danke für gut. Ja? Medien, das ist ja wie, sie graben sich stets Mühe. Weißt ihr gebt euch immer stets Mühe, ja, schön auszuleuchten. Hm. Lass doch mal winken. Möchtest du grüßen? Ja, ich grüße meine Mutter und ich grüße Klaus Melz. Der guckt das immer leidenschaftlich. Als alter Urborkheider. Das schneiden wir mal rein. Ja, ich kann auch über den Zaun winken, das können wir auch machen. Okay. Ja. Ja. Aber gleich geht sie richtig los. Da können die jungen Menschen Musik machen für die jungen Menschen. Die du wolltest damit jetzt ausdrücken, dann können wir Alten wieder verschwinden, ja? Nee, wir können uns zurückziehen und richtig Spaß haben. Bei unseren Kummer-Unser, sondern mit Cola. Was denn da unten? Hast du wieder... Nee. Wie war? Hast du aus? Aus. Nee. Wenn es lustig wird, lass ich an. Würde man so sagen. Matze, irritiert mich ein bisschen, dass dein Auge da unten sein soll. Aber ich kann trotzdem da reingucken. Ja, natürlich hatte ich nicht so viel Bier getrunken, sondern war tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal bei Make Borkheide Great Again zu Gast. Letztes Jahr war ich bei allen vier Veranstaltungen, dieses Jahr tatsächlich das erste Mal, aber lieber einmal hingehen als gar nicht. Dann gab es natürlich am Samstag die letzte Veranstaltung von 20 Jahren, der besondere Abend. Ja, dort kamen die skurrilen Abenteuer des Don Quixote auf den Spielplan. Es war tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, auch wenn es nicht ganz so voll gewesen ist, wie man sich das wünschen würde. Edda kam in Krücken zur Veranstaltung, hat es sich nicht nehmen lassen, aber ich denke mal, sie wird bald wieder relativ fit sein. Wie gesagt, es war eine super Veranstaltung gewesen, hat richtig Spaß gemacht. Die Leute haben richtig was zum Lachen bekommen. Und wie ihr hier seht, haben wir natürlich auch ein paar Bildchen für euch hier mit da drunter gehängt, sodass ihr auch seht, was dort so los war. Es wurde im Prinzip die Geschichte von Don Quixote erzählt und das natürlich auf eine sehr lustige Art. Ja, vielen Dank jedenfalls an René Schack, an Gerhard Koch-Dake und an Erich E. Radke, die dort die Leute hier fleißig unterhalten haben. So, nun kommen wir noch zum Sport. Einmal natürlich Sport, Rallye Dresden-Dakar-Banjul, ja, auch das ist Sport. Das Team jetzt um Marcel ist natürlich glücklich in Banjul gelandet. Sie haben ihr Auto mittlerweile auch schon meistbietend versteigert. Und zu sehen sind die Videos natürlich auf dem Videokanal von dem YouTube-Kanal von Borkheide News TV und zwar unter der B2B Racing Playlist. Kann man drunter schauen, da sind alle Filme nochmal zum Anschauen da. Heute haben wir den letzten Film vorerst natürlich von der Veranstaltung hochgeladen. So, jetzt kommen wir nochmal zum Fußball. Wie immer haben wir natürlich hier die Zusammenfassung mit dem Interview des Trainers vom BSV 90, Hartmut Streich, für euch. Bitte schön. Hallo Omi, ich bin's, der liebe Lutz. Es regnet draußen, Hartmut. Ja, ja. Glücklich jetzt 1:1? Ja, mehr als glücklich, weil wir haben es nicht verstanden, über die 90 Minuten unser Spiel aufzuziehen. Wir haben die Mannschaft versucht, so einzustellen, dass sie gerade bei diesen Bodenverhältnissen flach spielen muss, Torabschlüsse suchen muss, flache Torabschlüsse vor allen Dingen. Und das ist während 90 Minuten nicht umgesetzt worden. Und damit kann ich mich heute nicht zufrieden geben. Nein, aber die Mannschaft war an sich ja nicht schlecht. Das heißt, die haben doch tatsächlich dominiert, würde ich behaupten. Ja, natürlich, weil der Gegner von Anfang an, das hat man gemerkt, der sich hinten reingestellt hat, mehr oder weniger, und versucht hat, nur mit Kontern zu arbeiten, die wir bis auf dieses eine Tor, was wir dann letztendlich hinnehmen mussten, gut unterbinden konnten. Ansonsten war der Gegner, das hat man von Anfang an gemerkt, eigentlich auf ein Unentschieden aus. Ja. Oder Nadelstich durch einen Konter setzen, wo was passiert. Genau. Beinahe wäre es passiert. Wir haben es gesehen, also es war ja ganz schön. Die haben gekämpft tatsächlich, aber sie hatten keine Chance. Kann man das so sagen, ja? Ne? Ja, die haben einmal aufs Tor geschossen und machen das Tor. Das ist das Resümee. Und wir haben 4, 5 mehr oder weniger hochkarätige Chancen und machen nicht einen davon. Den Elfmeter, okay, sag mal glücklich. Er muss aus meiner Sicht vorher den Elfmeter muss aufgreifen. Ein Handelfmeter, der war für mich klarer. Der war jetzt ein bisschen glücklich, dass er das Ding gibt. Aber Schiri war der Meinung, beide Handspiele kann er nicht durchlaufen lassen. Und deswegen ist der Elfmeter auch zurechtgegeben worden und wir haben dann auch zurecht noch diesen Punkt geholt.
Gut, aber der Punkt ist zumindest ist hier geblieben. Wir behalten den zweiten Platz in der Tabelle. Das ist Fakt. Und wir haben noch ein Spiel in dieser Saison. Wir haben nächsten Sonntag das letzte Spiel in diesem Jahr in Lenin. Dort ist allerdings zu beachten Anstoßzeit 10.30 Uhr. Anstoßzeit 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, das heißt, das ist ja tatsächlich sehr früh am Sonntag. Das heißt, die Fans sollten früh aufstehen und natürlich nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler. Das wäre schon nicht schlecht. Genau. Und dann geht es weiter wann? Im Februar, ich glaube so um den 14. oder 25. Februar offiziell. Und das ist die Rückrunde? Das ist dann die Rückrunde, ja. Zwischendurch haben wir noch Planung, denn im Rahmen der Vorbereitung noch eventuell zwei Hallenturniere spielen wollen. Okay. So, das war es jedenfalls hier bei diesem nassen, regnerischen Tag hier im Borkheide. Es war tatsächlich schon wieder eine Wasserschlacht gewesen. Ein Glück, dass wir uns mittlerweile eingerichtet haben. Matze hat einen Müllsack gefunden für seine Kamera. Ich habe andere Technik, die funktioniert. Aber es hat beides funktioniert. Alles super gewesen. Und trotzdem herzlichen Glückwunsch zu dem einen Punkt. Ja, ich möchte. Und wir sollen, kleinen Moment, wir sollen nicht immer, wir sind echt verwöhnt. Die Burnschaft hat einen Wahnsinnslauf gehabt diese Saison. Jetzt war es mal ein 1:1. Wir müssen auch damit leben. Auch damit muss man leben, genau. Ja. Ich möchte es noch erwähnen, möchte mich nochmal bei euch beiden bedanken, dass ihr das hier so professionell macht. Finde ich, nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft findet das so stark, dass ihr solche Medienpräsenz für uns hier übrig habt. Dafür nochmal unseren Dank. Und wenn wir uns vorher nicht nochmal sehen sollten, wünsche ich auch dann schon mal frohe Feiertage. Ja, vielen Dank. Das freut uns natürlich. Wir sind immer gerne da, selbst bei strömenden Regen. Super. Und trotzdem einen Punkt nach Hause geholt. Alles super gewesen. Und tschüss. Ja, lieber Hartmut, danke für deine Zusammenfassung und nochmal hier auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Felix für seinen Nachwuchs und danke für das Fassbier, das du den Fans und den Spielern gestiftet hast. Und natürlich gilt das auch für den BSV 90, die sich auf diese Weise bei den Spielern und den Fans für die Treue bedankt haben. Und bevor wir das vergessen, der BSV 90 sucht noch Schiedsrichter. Und zwar die Voraussetzungen sind mindestens 18 Jahre alt, Spaß am Fußball, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit und bietet tut der Sportverein optimale Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung zu übernehmen, die Ausbildungskosten und regelmäßige Weiterbildungsaufwände. Bitte einfach beim BSV, bei der Abteilung Sport oder bei Hartmut Streich dem Trainer melden. So, jetzt fehlt nur noch das Wetter. Wir wissen, es regnet. Matze, wie siehst du das? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ganz kurz zum Wetter, schaut mal vor die Tür. Es regnet. Der Regen wird uns am Dienstag auch noch ein bisschen begleiten. Mittwoch etwas sonniger, Donnerstag wieder mehr Regen. Alles in allem bei herbstlichen Temperaturen um die 4, 5, 6 bis hin zu 10 Grad möglich. Es ist der Regen, den wir uns lange gewünscht haben. Also lassen wir ihn mal runter, wir brauchen ja ein bisschen Wasser. Soweit, schöne Woche gewünscht von hier. Tschüssi. Ja, super. Dann sind wir uns ja wieder einig, es regnet. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier auf Borkheide News TV, euer Lutze. Und tschüss!